zwei so von hinten bestimmt. Ja, ja. Glaube ich auch. Nee, die kommen bei uns in die Base vermutlich rein. Oder so, ja. Leute, jetzt ran hier. Ja, ja, jetzt einfach rein, ja. Es sind ein paar mehr Turrets geworden, ne? Weiter lol. Ja, so ein, zwei mehr. Die haben ein bisschen aufgerüstet. Ich blockiere Lauritz jetzt. Alter, hier ist Dach nicht hier, Alter. Ja, spreng! Nein, noch nicht, wir tanken die erst leer. Alter, Lauritz. Wenn du jetzt eine Rakete geschossen hättest, ne? Ja, richtig, nein. Da wärst du direkt Matsche gewesen. Ich hätte keine Rakete geschossen. Ja, besser ist es, ne? Was du willst. Nicht ineinander stacken. Meine Fresse, wer rennt jetzt in mich rein? Sorry. Wenn ich mehr tanken kann, rauslaufen, hinten anstellen. Ich bin wieder rausgefahren. Ich muss kurz da wieder weg. Das werde ich dann nicht machen. Hier läuft einer an der Base. Die ersten Turrets sind aus. Pass auf, der ist einer an der Base. Grapplings. Es schießen nur noch zwei Turrets, soweit ich das sehen kann. Ja, der Base hat aufgehört, oder? Nee. Leute, vor mir weggehen. Jetzt hat's Michael hat's zurück. Achtung, Raketenwerfer. Ja, Raketenwerfer. Raketenwerfer. Ja, mach kaputt. Das sind zwei mit Raketenwerfer. Ja. Mach weg die Schalter. Ich seh noch nichts, ich seh noch nichts. Könnte noch eine Wand zwischen sein. Wir sind, glaube ich, noch Wände zwischen. Nein. Abwarten, bitte. Ist noch eine dominant Schutt? Ja, habt ihr beide? Abwarten noch, ja, ich muss noch warten, bis der Schutt. Nicht reinschießen, nicht reinschießen! Da waren Spieler. Ja, ich egal. Ich wollte gerade rausschießen. Okay, ja gut. Ich kann nämlich kein Zivil platzieren, wenn da drin Schutt liegt. Und hier steht noch eine Ahnung. Ich töte den. Oh, der Turret bei sich. Ja, passen. Ich kann immer noch nichts platzieren hier. Nicht reinschießen, ich bin innen drin. Nein, ich hab den gelootet schon. Raus hier. Der hatte Raketenwerfer. Warum wurde ich bei Battle Eye gekickt? Weil du ein Hacker bist. Was heißt du denn? Leer? Oh, ich bin innen drin. Hast du alles? Ja, irgendwo lag aber noch eine Leiche hier. So, bitte nichts reinschießen. Alter, FPS ist Todes hier drin. Warte, da ist ein Beutel. Ich glaube, ich habe ihn auf den Generator erwischt. Ja, Schutz, oder aus. Jo, das ist spricht einer. Ich schau mal hoch auf. Der hat nur Gammelzeug. Ich schau mal hoch auf die Tür. Noch nicht reinlaufen, bitte. Warte. Töter ein. Jungs, ein paar Leute sollten Bände ausschalten, nicht dass uns von hinten jemand abfuckt. Ja, ich bleib hier oben. Ich schau gerade. Kann's gehen? Data. Oh Lord. Da waren irgendwo noch mehr. Alles zumindest raus. Zwei. So. So, jetzt können wir rein. Also zwei haben wir aber draußen. Swiffy steht noch. Das kann man so rein theoretisch wegschießen. Oh Lord, Cementing Paste. Holzkohle könnten wir auch mitnehmen rein. Zwei, drei Leute gehen jetzt wieder zurück zur Base. Ja, ich geh zurück, okay, ihr lootet. Ich komm mit. Reiß die Turrets oben mit Raketenwerfer noch weg. Dann mich und lootet die. Ja, ich komm mit, dann gehen wir beide zurück. Warte. Hast du vor gehabt? Ich hatte vor, hier oben auf die Safes drauf zu krabbeln, aber ich glaube, das funktioniert. Da kannst du dich nur hinlegen, aber hätte ich jetzt hier eine Rampe hingekriegt. Frage, was habe ich davon, aber. Ja, das ist die Frage. Egal, jetzt klebt da hinten eine Wand drin. Eine Dingens drin. Jemand noch gefütterte Pizzabrötchen mit Dönerfleisch und Knoblauch? Oh ja. Nehm ich. Ja. Wann ist es hier? Wann ist es hier? Also mit Lieferando morgen. Boah. Wenn du schreist, werden sie wieder zurückgeschickt. Ja, nur noch zwei Stunden. Drei Stunden. Ja. Guck mal hier. Was auch immer das noch bringt. Ja. Ja, du kannst jetzt von oben die Fabricator bedienen. Ja, nice. Geil, ich will noch eine Rampe haben. Auf das habe ich gewartet. Danke. Ich sage, diese Base wird multifunktional. Du kannst hier nachher mit 30 Leuten gleichzeitig drin arbeiten. Ja. Ich sage es dir. 90% eben weglassen. Nee, weißt du, was ich mich dachte? Ja, sehen wir das. Dass wir zum Beispiel die Smithy und die Bench wegmachen und den an die Wand stellen. Da könnte man halt bloß an der Seite hier langlaufen. Das ist jetzt ein verlangter Nachteil. Ja, kommst du hier dann noch durch? Ich denke ja, wenn ich das nah an die Fort stellen könnte, müsste man die Betten umplatzieren. Ja, wäre eine Möglichkeit. Wolltest du kurz gucken, bevor. Ja, wenn ich starte, werde ich schon merken. Kann er mal so gucken. Es wäre easy, Platz wäre, wenn die weg wären, könnte man locker vorbeilaufen. Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, die Bench und die Smithy wären dann im Weg.
Ja. Also wir haben da genug Zeug. Können wir die Bench nicht rein theoretisch jetzt unter die Fabricator packen? Nein, oder? Passt nicht hin. Das gut, aber rein theoretisch könnten wir Smithies unter die Fabricator legen, jetzt 3 Stück nebeneinander, ne? Ja, gut, wir, heißt, wir könnten auch hier noch. Überleg mal, 3-4 Smithies hier unten nebeneinander, dann hier hinten die Smithies raus und hier hinten die eine Bench rein. Können wir machen, ja. Lass uns das doch so machen. Halt umstapeln jetzt, das dauert ewig. Ja. Ich baue erstmal die Smithies. Oh, genau, bau erstmal, dann kann ich dir beim Umstapeln helfen. Boah, funktioniert jetzt, ne? Dann will ich bin drin, ja. Kannst dann gehe ich schon mal offline. Ja. Morgen gibt's ja kaum. Warum liegen hier Eier? Weil ich sie rausgeworfen habe, braucht die. Okay. Michael und Happy gehen gerade irgendwo. Sterben. Liebe machen. gehen eher sterben. Wieso holen die hier? Soll das? Ich hab mir einen, so eine schöne Katze gezähmt. Wie? Ganz stolz drauf, die ist auch ganz cool. Du hast den Scuba irgendwo hingelegt, den du die ganze Zeit dabei hattest? Ich? Ja. Einer liegt im Hai noch drin und den anderen habe ich irgendwo in den Tresor reingeschmissen, den rechten, glaube ich. Ja, ich brauche halt die Brille. Wenn also, ich das schon wieder höre, habe ich irgendwo reingeschmissen. Nicht. Genau, okay. Solche Leute sind es wieder, die hier Unordnung schaffen. Ja, ich war lange nicht da, ich habe das Ordnungssystem noch nicht auswendig gelernt. Steht sogar dran. Bin hast du keine Hausaufgaben, oder? Kann ich lesen. Ich kann nicht lesen. Tschüss. Soll ich schon mal wieder die Map öffnen? Klimaanlagen müssten mal etwas weg. Etwas weg? Wie viel ist denn etwas? Komplett weg. Ja, mehr als ein bisschen. Ach. Weil normalerweise kannst du ja die Smithies eng aneinander bauen, indem du die versetzt immer baust, aber das geht ja schlecht, weil sie ganz ziemlich in die Fabrikatoren. Michael hat ihn getötet. Ich meine, zu kalt wieder, die sind ja irgendwo in der Hülle. Hm. Aber die ist halt obstructed die ganze Zeit. Mach die jetzt weg, ja. Ja, hau raus. Hat gleich eine Zeit, Metall ausladen, dann gehe ich gleich mit dem nächsten Einkühler hoch. Bereit, heute machen, wir müssen nur eben hier die Sachen umladen noch. Ja, ich stell den erstmal hin, sonst mache ich das, wenn ich mit dem zweiten wiederkomme. No problemo. Take all, würde ich sagen, oder? Gardu, ich mach take all, du machst mich bewusstlos und ziehst mich dann zu das Miffy, würde ich sagen. Das ist jetzt neblig, wobei das neblig gar nicht mal so schlimm ist. Ich würde nicht zum Stargate jetzt gehen, welches an der Pflanzenfresse da ist, sondern... Sumpf. Stargate, oder? Nee. Welches down? Kommt gleich. Wo ist es denn jetzt? Das da. Dann müssen wir nur so ein kleines Stück laufen. Nicht so viel, aber... Müssen wir bei Sub-Zeros alter Base rauskommen. Ja, das beim Sumpf. Meine ich ja, passt. Es sollte eigentlich nicht das beim Sumpf sein, glaube ich, aber ich bin zu blöd, das anzuhören, glaube ich. Oder? Da hätten wir sogar laufen können. Wo lagerst du das C4 ein? Bei Waffengattung? Ja. Das war das komplett falsche Stargate, ich bin komplett geboostet. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Das war total dämlich. Von hier aus ist es trotzdem nicht wert. Ja gut, dann laufen wir halt von hier aus. Ah, jetzt hab ich gerade fast disconnect. Ja, dann musst du schwimmen, ne? Ja, da sind übelst viele Klappbus, ne? Ja, ich hoffe, ihr habt Grappling Hooks nachgeladen. Habt ihr die Grappling Hooks mitgenommen? Ja. Gut. Nachgeladen habe ich jetzt nicht. Mach ich noch schnell. Abro Nummer Uno. Ja, was war das denn? Weg. Das ist natürlich jetzt beim Nebel durch den Sumpf mit Capros. Das ist jetzt nicht so lustig. Meinst du? Ja, aber wir sind schon fast durch. Happy, ich hab dich gefunden. Random. Oh, Alter, leck mich doch. Beiße scheiß Wurzelbäume hier. Ab welchem Level wollt ihr ein Parazell haben? Ups. Ab 100? Da hinten ist gerade ein Paris aus. 100 wäre nicht schlecht eigentlich. Der könnte ins Red Dot gehen. Da, wo seid ihr jetzt hin? Ich habe jetzt nicht geschaut. Ich habe nur irgendjemand ist neben mir gerade abgestiegen. Ja, das war ich. Ja, ich stehe hier am Stein und warte auf euch. Aua. Warum? Na, der am Strand war. Ja, am Strand. Ja, ich warte auf Huni. Kannst du nicht vor der Höhle treffen dann?
Ja, können wir auch. Ihr hättet jetzt hier auf euch oder auf Huni gewartet. Da geht's schon los. Einfach den Strand entlang laufen. Ich hab dich schon. Ist so scheiße neblig. Was ist uns denn? Ich würde halt ein bisschen so aufs Redwood vielleicht schauen nach Paris. Ne? Ja, bin ich auch gerade unterwegs. Boah. Alles sind alle scheiße. Würde. Ja. Also Katzen findet man auch noch mitnehmen. Oh lol, da steht einer mit der Katze. Oh. Ja, ja, ich seh's. Und ein Terrorbird war da auch noch, ne? Warte mal hier, Dieter. Wo bist du? Ich war kurz davor, Mitarbeiter zu schießen. Dann ja, ich auch, weil ich kann deinen Kack... Game Hunters baut da ja aktuell noch, ne? Oder ja, sind die geradet? Ich hab erstmal mal alles in den Rocket Launcher. Ich hab 120er Parade. Da ist einer im Terrorbird geworden. Happy wird sein, ne? Das kann nicht sein, Happy. Er geht einfach doch, der ist AFK, oder? Ich gebe euch die Koordinaten. Koordinaten sind 58.7 und 30.6. Ja, dann müssen die anderen zu dir kommen. Wir... 20er? Ich weiß. Ja, wir kommen dazu. Was, 58, was ist 58, da? 57.30. 120er. Oh, Data, du musst vorlaufen. Also, okay, ja, lass mal los. Happy, also, das ist vor, so Grenze Redwood und ich glaube, das ist genau bei der Smiku Base, glaube ich. Wir gehen mal in den anderen Channel, ne? Jo, das. Aber Happy, du bist so. Pull den da am besten ein bisschen weg, weil direkt bei. So. Data, bist du schon reingelaufen? Ja, ich bin schon drinnen. Ich hätte kurz geguckt, ob irgendjemand abcampt oder so, weil sonst folgt uns eventuell gleich jemand zu Fuß und tötet uns. Achso, so weit drinnen seid ihr noch nicht. Okay. Nein. Wir sind gerade erst reingelaufen. Okay. So. Lauft ordentlich auseinander, bitte. Nicht, dass wir uns gegenseitig einbacken. Ihr habt rein theoretisch auch Mate Boost, by the way. Ich hab am wenigsten Leben. Müssen wir jetzt schon mal die alte Käfer-Dings nehmen, oder? Wahrscheinlich. Ja, können wir schon machen. An für sich. Weil erst nachdem wir das Viech hier gekillt haben, weil sonst bringt es nicht viel. So, also ich drück meinen rein. Deinem Tier musst du auch eins geben. Hilft aber trotzdem nichts, wenn man zu nah an den Viechern vorbeiläuft. Ja. Aber der Tier hat dich noch auf Agro von vorhin. Meinst du, wie lange läuft man hier durch? Oh. Kommt drauf an, welchen Weg wir nehmen. Was machst denn du jetzt? Verstärkung. Kann nicht schaden. Ja, hier drüben haben wir eine Bootbox, wenn wir die wollen. Auch da, wenn ich nach hinten dreht, dort ist auch noch eine. Aber da seht ihr ja, was uns den Weg versperrt. Scheiß auf Loot, ich will das Artefakt erstmal haben. Der Rest ist mir egal, wir haben bunte Flakkasten. Den Rest haben wir zur Not beim Rückweg. Ne? Yeah, ich will erstmal das Artefakt mit drei Mann hier raustragen, ansonsten laufen wir die Höhle halt zur Not nochmal. Aber wenn wir Loot zwangen, gehen wir in die Eishöhle. Ich glaube, am schnellsten geht es hier zumindest. Wenn hier am wenigsten los gerade. Ja. Was ich gesagt habe. Oh, noch ein bisschen zu weit gesprungen fast. Oh, fuck. Ach, ich bin hier unten wieder gelandet zum Glück. Müssen wir da runter? Müsste ich schon. Okay, weil ich bin noch oben, dann komme ich jetzt auch runter. Wir müssen ganz nach unten, das ist in diesem Hauptraum unten. Terrorbird ist gar nicht so blöd hier drin. Stimmt, weil wenn du mit... Wenn ich irgendwo absegle, fliegst, kann ich einfach zur Not selbst... Hier hast du am Arsch jetzt, Dete. Zur Not segle ich bis zur Klippe, ja, steig ab. 88, das ist auch nicht ganz so toll. Ich hab dir noch einer am Arsch. Ich geh da jetzt nicht noch dazwischen. Oder? Und doch. Oh. Das ist eben das, was ich meine. Vom Viech aus ja. So eine scheiß Dingens zu treffen. Ist halt... Oh, komm her. Alles klar. Weiß mal lieber, Leck. Ich da jetzt verfehle durch die Legs. Treff das Ding hier irgendwie nicht richtig. Verladen. Weil ich habe Fleisch mitgenommen, was ich forcefeeden kann. Ja, das schon. Da, wer wird sich trauen zu der gelben Lootbox darüber? Wo ist die? Ja.
Uha, das ist nichts für mich, das ist eher was für Garten mit seinem Terrorbild. Warte, bleib mal hier stehen. Das ist aber eh nicht das Artefakt, also.